Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Hobbyplotter Kreativzimmer. Mein Name ist Maike und ich möchte euch heute die Plottix Tassenpresse vorstellen. Wie leicht man damit sein eigenes Design auf eine Tasse aufbringen kann, das zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt. So kann man ganz individuell eigene Geschenke mit seinem Wunschdesign erstellen. Der für die Tassenmanschette passende Durchmesser beträgt 8 bis 8,3 cm. Die maximale Sublimationshöhe beträgt 9,5 cm. Jetzt können wir auch schon mit den Voraussetzungen zum Sublimieren beginnen. Wichtig ist hierbei, dass man Tassen wählt, die sublimationsgeeignet sind. Das heißt, diese Tasse muss eine polymere Beschichtung haben, damit später die Farbe darauf übertragen werden kann. Die Plottix Tassenpresse ist nur in Verbindung mit der X-Press zu verwenden. Achtet beim Aufstellen der Tassenpresse darauf, dass sie auf einem geraden und hitzeunempfindlichen Untergrund gestellt wird. Ich habe hierfür die X-Press Silikonmatte verwendet. Die passt ganz gut von der Größe dazu. Jetzt können wir auch schon beginnen, das Musterdesign auf unsere Tasse aufzubringen. Wichtig ist hierbei, gerade wenn man Schriften verwendet, dass diese gespiegelt auf Sublimationspapier ausgedruckt worden sind. Für meinen Donut als Musterbeispiel verwende ich zum Aufkleben ein hitzebeständiges Klebeband. So, nun ist unsere Tasse auch schon fertig vorbereitet. Bevor wir jetzt aber damit beginnen, die Tassenpresse und die X-Press miteinander zu verbinden, überprüfe ich im kalten Zustand noch einmal den Sitz der Tasse in der Tassenpresse. Dafür nehme ich meine Tasse und setze sie hier in meine Tassenmanschette ein. Der Hebel muss leicht zuzudrücken sein, die Tasse muss fest in der Presse sitzen. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich das hier an dem Einstellrad genau anpassen. Jetzt, sobald alles richtig sitzt, entnehme ich die Tasse zuerst noch einmal. So, jetzt ist unsere Tasse auch schon fertig vorbereitet. Jetzt kann ich damit beginnen, unsere beiden Pressen miteinander zu verbinden. Wichtig ist hierbei, dass der Netzstecker erst nach dem Verbinden der Tassenpresse mit der X-Press in die Steckdose gesteckt wird. Anschließend werde ich die Tassenpresse hier im hinteren Bereich an der Öffnung der X-Press. Sobald die Pressen miteinander verbunden sind, stecke ich den Netzstecker in die Steckdose und kann die Presse anschalten. Nun kann ich auch schon mit dem Einschalten der X-Press beginnen. Leuchtet hier der Rand um den einen Ausschaltknopf orange, befindet sich die Presse schon im Tassenpressenmodus. Leuchtet dieser Bereich noch blau, muss zuerst der Modus gewechselt werden. Das kann ich hier über den Mode-Schalter, da ist auch eine Tasse mit drauf abgebildet. Über die Temp- und Timer-Tasten kann ich nun Temperatur und Zeit für den Pressvorgang einstellen. Für mein vorbereitetes Beispiel habe ich 180 Grad und 85 Sekunden gewählt. Sobald meine Presse nun auf die Starttemperatur vorgeheizt ist, ertönt ein Signal. Das ist etwa bei 95 bis 100 Grad. Sobald dieses Signal ertönt, kann ich meine Tasse nehmen und diese vorsichtig in die Tassenmanschette einlegen. Tassenmanschette schließen und den Timing-Knopf drücken. Jetzt heizt die Presse weiter auf die eingestellten 180 Grad. Beim Einlegen der Tasse in die Presse ist natürlich darauf zu achten, dass man sich nicht verbrennt, denn die Manschette ist ja schon auf 95 bis 100 Grad vorgeheizt. Es ist übrigens ganz normal, dass die
Temperatur zuerst, wenn man die kalte Tasse einlegt, etwas nach unten geht. Danach heizt sie sich wieder hoch. Sobald diese 180 Grad erreicht sind, startet der Countdown ganz automatisch. Die 85 Sekunden laufen ab diesem Zeitpunkt. Nun ist meine Temperatur erreicht und die Zeit läuft nach unten. Nun kann ich über die Timing-Taste meinen Alarm wieder ausschalten. Zum Entnehmen ist es ganz wichtig, einen Handschuh oder einen hitzebeständigen Schutz zu nehmen. Ich öffne den Hebel und entnehme mit meinem Handschuh vorsichtig meine sublimierte Taste. Mit der Pinzette entferne ich nun vorsichtig mein Motiv. Sieht das nicht toll aus? Fertig ist meine sublimierte Tasse. Ich hoffe, euch hat diese kleine Anleitung gefallen. Viel Spaß beim Ausprobieren!